freundliche Einführung und auch, dass du mit Uli zusammen das Symposium organisiert hast. Bevor ich inhaltlich anfange, Sie haben die Möglichkeit, über diesen QR-Code auf der linken Seite der Folie die Folien runterzuladen, um sie später nochmal nachzulesen oder auch jetzt Notizen reinzumachen. Mein Ziel für den Vortrag wäre, gar nicht so sehr Ihnen ein konkretes psychotherapeutisches Vorgehen vorzustellen. Ich werde Ihnen auch gar nicht viele Daten vorstellen. Mein Ziel ist Ihnen, wie Eva Fassbinder schon berichtet hat, eine Theorie vorzustellen, die Theorie der konstruierten Emotionen von Lisa Feldman-Barrett. Und ich glaube, dass aber auch in so einem praxisorientierten Psychotherapie-Symposium wie diesem so ein theoriefokussierter Vortrag total hilfreich sein kann, weil wir arbeiten in der Psychotherapie ja kontinuierlich mit Emotionen. Wir arbeiten manchmal explizit mit Patientinnen, dass wir über Emotionen sprechen, und wir gehen aber sehr viel häufiger noch implizit von Theorien aus, wie eigentlich Emotionen entstehen und was Emotionen eigentlich sind. Und dann ist vielleicht gut, auch mal für einen Moment innezuhalten und zu gucken, was sind eigentlich moderne Theorien der Emotionsentstehung und dessen, was Emotionen eigentlich sind. Das ist, wie gesagt, das ist die Theorie der konstruierten Wahrnehmung von Lisa Feldman-Barrett. Man kann sehr schön sich auch Vorträge von ihr selber anhören über YouTube. Das kann man hier über diesen Link drauf zugreifen. Das sind sehr beeindruckende YouTube-Videos, und für die dann eher, die fachlich tiefer einsteigen wollen, kann man dieses Buch hier sehr empfehlen, was sie mit herausgegeben hat und wo sie auch selber Kapitel mit erfasst hat und worauf dieser Vortrag auch im Wesentlichen basiert. Ausgehend tut die Argumentation immer von klassischen Emotionstheorien. Und diese klassischen Emotionstheorien sind ja welche, die schon sehr, sehr weit in unserer Kultur auch verbreitet sind, die davon ausgehen, dass es einen bestimmten Auslöser gibt, der zu einer bestimmten Emotion mit einem bestimmten Reaktionsmuster führt. Ja, also das Klassische, was wir immer beigebracht bekommen, ist, man steht vor einem Löwen in der Savanne und man bekommt Herzklopfen und schwitzt vielleicht und man ordnet es als Angst ein und bereitet sich davor vor, darauf vor, zu kämpfen und wegzulaufen. Und die Theorie der Basisemotionen besagt eben, dass es neben dieser Emotion der Angst auch weitere Basisemotionen gibt mit charakteristischen Auslösern, charakteristischen Reaktionen, denen neurobiologische Schaltkreise zugrunde liegen. Und ein wichtiger Schritt in dieser Theorie der konstruierten Emotionen ist zunächst einmal zu gucken, stimmt diese Theorie eigentlich? Stimmt es eigentlich, dass wir verschiedene Basisemotionen haben, denen bestimmte neurobiologische Korrelate zugrunde legen? Und eine Möglichkeit, das zu überprüfen, ist eben mit so Bildgebungsstudien. Und ich führe sie jetzt langsam durch diese Folie durch, weil es ist gar nicht so einfach, das nachzuvollziehen. Das heißt, was Lisa Feldman-Barrett hier versucht hat, ist also zu untersuchen, ist es tatsächlich so, dass es verschiedene Emotionen gibt, die sozusagen distinkte neurobiologische Regelkreise haben. Auf der linken Seite der Folie sehen Sie also für Glück, Ärger, Angst, Traurigkeit und Ekel die Areale aufgetragen, von denen man aus task-based fMRI-Studien weiß, dass sie bei diesen Emotionen besonders stark aktiviert werden. Und was dieser Feldman-Barrett untersucht hat in dieser Meta-Analyse ist, ist es eigentlich tatsächlich so, dass die Areale, die bei diesen Emotionen besonders stark aktiviert werden, mit anderen Netzwerken zusammenhängen, die überlappend, und sind diese überlappenden Netzwerke, die bei einer bestimmten Emotion aktiviert werden, distinkt von Netzwerken, die bei anderen Emotionen aktiviert werden. Und zu dem Zweck müssen wir auf die rechte Seite der Folie schauen. Dort hat sie aufgetragen, welche Areale im Gehirn in Ruhenetzwerken assoziiert sind mit diesen Arealen, die bei aufgabenbezogenen fMRIs mit bestimmten Emotionen in Verbindung gebracht werden. Und was Sie sehen, dass entgegen dem, was man vor dem Hintergrund der Theorie der Basisemotionen erwarten würde, eben die Areale, die bei den einzelnen Emotionen aktiviert werden, nicht überlappen, sondern dass es im Gegenteil eine große Überlappung über die verschiedenen Emotionen gibt. Das heißt, es gibt offenbar nicht neurobiologische Regelkreise verschiedener Emotionen, sondern es gibt offenbar neurobiologische Regelkreise, deren Zusammenspiel ausmacht, welche Emotionen wir wahrnehmen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie spielen diese Regelkreise eigentlich bei der Wahrnehmung der Emotionen zusammen?
Und Lisa Feldman-Barrett führt es häufig ein mit Bildern wie diesen, die zunächst ganz stark verpixelt sind. Und sie geht davon aus, dass sich letzten Endes Emotionswahrnehmung gar nicht groß unterscheidet von anderer sensorischer Wahrnehmung. Dass letzten Endes Emotionen verbale Labels sind, die wir geben für Wahrnehmung von, für interozeptive Wahrnehmung. Also beispielsweise, wenn man jetzt den Löwen in der Savanne sieht, von dem wir gerade gesprochen haben, und ich dann eben dieses Herzklopfen und diesen Schweiß spüre, dann label ich das als Angst. Und wenn wir jetzt so diese Parallele einmal als gegeben annehmen und dieses Bild anschauen, fragen sich möglicherweise, was ist auf diesem Bild abgebildet? Und wenn ich Sie jetzt befragen würde, würden wir wahrscheinlich sehr viele verschiedene Antworten bekommen. Viele würden auch sagen, ich sehe überhaupt nichts. Und was Ihr Gehirn wahrscheinlich gerade macht, ist versucht herauszufinden, welcher Sache, die ich möglicherweise schon mal gesehen habe, sieht dieses Bild ähnlich. Und die Tatsache, dass viele von uns gar nichts sehen und wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Sachen sehen, ist, dass die meisten von uns für dieses Bild erfahrungsblind sind. Das heißt, wir haben keine vorherige Erfahrung, mit der wir dieses Bild vergleichen können. Und Lisa Feldman-Barrett nutzt dieses visuelle Problem, um deutlich zu machen, dass diese Annahme, die wir häufig haben, ein bestimmter Auslöser führt zu einer bestimmten Wahrnehmung, so nicht stimmt, sondern dass möglicherweise die Wahrnehmung entsteht, zum einen durch den sensorischen Reiz vom Außen, der führt zu einer sensorischen Aktivierung, und dann werden durch die sensorische Aktivierung auch Erwartungen aktiviert. Das heißt, wir versuchen einzuordnen, welcher Sache, die wir schon kennen, gleicht das, was wir gerade sehen. Und die Wahrnehmung entsteht durch den Abgleich dieser sensorischen Aktivierung und den dadurch aktivierten Erwartungen. Und wie gesagt, die Tatsache, dass wir hier nichts sehen, hängt eben damit zusammen, dass wir für dieses Bild erfahrungsblind sind. Das heißt, wir können auf keine Erwartungen zugreifen, die diese Wahrnehmung mitbilden. Und was sie an dieser Stelle mal sehr schön theatralisch macht, ist, sie sagt dann, und jetzt werde ich Sie von dieser Erfahrungsblindheit heilen. Sind Sie bereit, von dieser Erfahrungsblindheit geheilt zu werden? Und dann zeigt sie dieses Bild. Und der spannende Effekt ist, dass wenn wir jetzt zu dem vorherigen Bild zurückgehen, dann erkennen wahrscheinlich sehr viele von Ihnen diese Biene, die vorher wahrscheinlich fast niemand erkannt hat. Und das ist so eine schöne visuelle Erfahrung dafür, dass diese Annahme stimmt, dass also die Wahrnehmung nicht nur abhängig ist von dem, was an sensorischen Reizen reinkommt, sondern immer auch ein Abgleich ist mit Erwartungen, die aktiviert werden. Und was dann nämlich passiert ist, das Gehirn versucht, Kategorien zu finden, Kategorien der Ähnlichkeit. Woher kenne ich das? Und jetzt kennen Sie dieses Bild und erkennen die Biene deswegen. Und was möglicherweise auch passiert, ist, dass wie so eine Erweiterung der Wahrnehmung stattfindet. Möglicherweise nehmen Sie nicht nur die Biene wahr, sondern spüren auch diese warme Sonne auf der Haut, was Sie an den Sommertag erinnert. Oder es kribbelt vielleicht auf der Haut, weil Sie Erfahrung gemacht haben mit Bienen, die Sie stechen, und Sie gucken, ob da irgendwo eine kommt, die Sie vertreiben müssen. Das heißt, auch diese erweiterte Wahrnehmung, Dinge, die wir wahrnehmen, die eigentlich gar nicht in den sensorischen Reizen mit drin kodiert sind, wird geprägt durch Vorerfahrung. Und das ist eben dieses Konstrukt der konstruierten Wahrnehmung. Das heißt, Sie sehen hier auf der Folie eine ganze Reihe an Punkten, die ich schon erwähnt habe. Ich fasse es hier nochmal kurz zusammen. Das heißt, das, was wir wahrnehmen, ist nicht ausschließlich abhängig davon, was wir sensorisch wahrnehmen, sondern auch abhängig von Vorhersagen, die durch die sensorische Aktivierung aktiviert werden, und die wiederum sind abhängig von unseren Vorerfahrungen. Und es sind die Vorhersagen zusammen mit der sensorischen Wahrnehmung, die dazu führen, was wir wahrnehmen. Zum einen versucht das Gehirn also das einzuordnen, dieses Bild einzuordnen, zum anderen findet auch eine Erweiterung der Wahrnehmung statt. Dieses Phänomen von, Sie sehen nicht nur diese Biene, sondern Sie spüren vielleicht auch die Sonne auf der Haut, wenn Sie eher die positive Assoziation haben.
oder das Kribbeln auf der Haut, wenn Sie eher denken, oh, vielleicht ist hier irgendwo eine, die ich vertreiben muss. Okay, jetzt würde ich gerne langsam dazu kommen, was das mit emotionalen Störungen zu tun hat. Und dazu müssen wir noch eine wichtige Sache hinzunehmen, das ist dieses Konstrukt dieses Vorhersagefehlers. Das heißt, es landen vor allem die Dinge im Fokus unserer Aufmerksamkeit, die Erwartungen, die wir gerade haben, widersprechen. Das heißt, sie werden, unser Körper, unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, möglichst ein homöostatisches System aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist für den Fokus der Wahrnehmung vor allem die Dinge wichtig, die eben abweichen von dieser Homöostase, abweichen von dieser Erwartung, dass Dinge immer gleich bleiben werden. Und dieser Vorhersagefehler führt eben dazu, dass diese Dinge besonders stark in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten. Und damit komme ich jetzt, wie versprochen, zu dem, was das für emotionale Störungen möglicherweise auch bedeutet. Also stellen Sie sich vor, ich nehme jetzt mich als persönliches Beispiel, weil das möglicherweise leichter verständlich macht. Und Sie können sich vorstellen, ich halte diesen Vortrag zum ersten Mal und ich nehme möglicherweise wahr, wie ich so ein bisschen enge Gefühle in der Brust habe und Herzklopfen habe. Und wenn ich jetzt die Vorhersage, die Erwartung habe, dass Vorträge kann ich nur halten, wenn ich ganz ruhig bin. Und wenn ich irgendwas an körperlichen Symptomen merke, das ist ein Zeichen von Angst und es darf keiner sehen, dass ich die Angst habe, dann können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, wie meine Aufmerksamkeit sich weitet auf, dass ich vielleicht auch schwitze, dass Sie sehen können, dass ich erröte und Sie merken schon, ich versuche gerade deutlich zu machen, dass durch diese Erwartung, wenn ich irgendwelche körperlichen Symptome spüre, ist das ein Zeichen davon, dass ich Angst habe und das darf ich nicht haben. Wenn ich diese Erwartung habe, das kann zur Angststörung führen. Oder stellen Sie sich vor, ich habe die Erwartung, körperlich gesund bin ich nur, wenn ich gar keine körperlichen Symptome spüre. Und jetzt merke ich wieder, oh, hier habe ich so ein enge Gefühl in der Brust, vielleicht klopft mein Herz auch besonders schnell. Ich war zwar erst vor ein paar Wochen beim Hausarzt, hat mir EKG schreiben lassen, aber ich glaube, ich sollte, sobald das Symposium vorbei ist, einen neuen Termin machen lassen, weil ich muss überprüfen, vielleicht hat der Stress hier bei mir irgendwas ausgelöst. Und Sie merken schon, wenn ich diese Erwartung habe, diese Erwartung von körperlich gesund bin ich nur, wenn ich keine Symptome spüre, dass ich dann eben auch hier so ein Netz von Erleben und ein Reaktionsmuster aktiviert. Oder das könnte man auch auf andere Störungen erweitern. Im Interesse der Zeit würde ich es auf die beiden jetzt fokussieren. Und wenn ich also diesen Vorhersagefehler habe, wenn ich etwas wahrnehme, was nicht in meine Erwartung passt, habe ich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, hier oben mein mentales Modell, also meine Erwartungen anzupassen. Das heißt, ich kann diese Erwartung überprüfen. Ist es wirklich so, dass wenn ich Herzklopfen und eine Herzenge verspüre, das bedeutet, dass ich Angst habe und dass man immer ganz ruhig sein muss, um auch erfolgreich performen zu können? Oder ist es wirklich so, dass diese Symptome bedeuten, dass ich eine Erkrankung habe, ich muss es neu überprüfen? Das heißt, ich kann dieses mentale Modell anpassen oder aber ich kann meine Handlung darauf anpassen. Ja, und bei den meisten psychischen Störungen ist es so, dass die Betroffenen hier über die Handlung das anpassen, also dass ich dann tatsächlich zum Arzt gehe, wenn ich diese somatischen Befürchtungen habe oder dass ich anfange, nicht mehr in das Publikum zu schauen, sondern nur noch auf meine Folien, weil es könnte ja sein, dass jemand sieht, dass ich mich hier peinlich verhalte. Das heißt, die psychische Störungen werden häufig aufrechterhalten dadurch, dass wir hier auf dieser Ebene reagieren, wenn diese Vorhersagefehler sind und nicht auf dieser Ebene reagieren. Das heißt, das wäre so der Teil der Bedeutung dieses Modells für Aufrechterhaltung psychischer Störungen. Und jetzt können wir im nächsten Schritt auch gucken, gibt es psychotherapeutische Modelle, die spezifisch auf diesem Modell der konstruierten Wahrnehmung aufbauen. Und ein therapeutisches Modell ist von Professor Rief aus Marburg, der ein Therapiemodell entwickelt hat, wo es schwerpunktmäßig darum geht, diese Vorhersagefehler zu identifizieren
und zu korrigieren. Das heißt, es ist wie so ein kognitives Modell, was er da draufsetzt. Und Sie haben nachher im Anhang auch noch die Referenzen dazu. Es gibt in der Act-Szene auch ein Modell von Kirk Strosal und Patty Robinson, die so ein bisschen darüber hinausgehen und auch andere Dinge fokussieren. Aber ich glaube, im Interesse der Zeit würde ich da jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Das habe ich bereits erzählt. Und weil die Einladung hier ist gar nicht so sehr, bereits eine Aussage darüber zu machen, was dieses Modell für Ihr konkretes psychotherapeutisches Handeln bedeutet, sondern die Einladung hier an dieser Stelle ist, Ihr psychotherapeutisches Handeln mal durch die Brille dieser Theorie zu betrachten und mal zu gucken, was diese Theorie für Ihr konkretes therapeutisches Handeln bedeutet. Und vielleicht behalten Sie die Brille auch auf bei den drei jetzt folgenden Vorträgen und gucken mal, was Sie bei den folgenden Vorträgen finden, was dazu passt oder vielleicht auch nicht dazu passt. Und genau, damit komme ich zur Zusammenfassung. Ich denke, das Zentrale dieser Theorie der konstruierten Wahrnehmung ist, dass eben Wahrnehmung nicht so etwas ist, wie wir häufig glauben, dass ein bestimmter Stimulus führt zu einer bestimmten Reaktion, sondern dass Wahrnehmung mitgeprägt ist durch Erwartungen, die wir haben, Erwartungen, die entstanden sind durch Vorerfahrungen. Im Mittelpunkt der sensorischen Verarbeitung stehen Stimuli, die eine Erwartung verletzen, und der Umgang mit dieser Erwartungsverletzung, ob ich auf Ebene der Handlung reagiere oder meine Erwartung anpasse, kann zur Aufrechterhaltung psychischer Probleme beitragen. Und es gibt psychotherapeutische Interventionen, die unmittelbar auf diese Erwartungsverletzung eingehen. Und man kann diese Theorie der konstruierten Wahrnehmung aber auch integrieren in die Art und Weise, wie jede und jeder von Ihnen ihre bereits etablierten psychotherapeutischen Interventionen umsetzt. Das sind die versprochenen Referenzen dazu. Also hier beispielsweise die beiden Beiträge von Winfried Rief zur konkreten therapeutischen Umsetzung. Und damit bin ich am Ende des Vortrags und bin ganz gespannt auf Ihre Fragen. Ja, lieber Philipp, ganz herzlichen Dank für diesen schönen Vortrag. Ja, gibt es Fragen? Wir haben ein bisschen Zeit noch. Ich starte mal. Philipp, du hast zu mir gesagt, als wir darüber gesprochen haben, diese Theorie hat die Art und Weise, wie du mit Patienten über Emotionen sprichst, verändert. Kannst du uns das nochmal sagen, was du jetzt anders machst? Genau, also die erste Wirkung, die es hatte, war, dass ich, wenn wir so Psychoedukationsemotionen machen, machen wir ja Psychoedukation dazu, welche verschiedenen Emotionen gibt es, welche Körperreaktionen gibt es darauf, was könnte auch eine adaptive Funktion dieser Emotionen sein. Und ich habe, als ich angefangen habe, damit sehr, sehr stark versucht, diese Schubladen und auch die diskriminierenden Faktoren zwischen diesen Schubladen zu fokussieren, um sozusagen dieses Teaching wirklich gut zu machen. Und was das Nachdenken über diese Theorie der konstruierten Emotionen für mich bewirkt hat, ist, dass ich in der Art und Weise, wie ich das vermittle, sehr viel stärker fokussiere, dass wir in dieser Gruppentherapiestunde, wenn ich die mache, dass ich halt sage, wir sind gemeinsam Forschende in der Welt der Emotionen, wir erforschen diese Welt, berücksichtigen aber, dass jede und jeder von uns diese Welt auch ein bisschen anders wahrnimmt. Und dann habe ich letzte Woche, ein bisschen auch in Vorbereitung auf den Kongress, einfach mal geguckt, ob ich das, was ich Ihnen heute erzähle, auch in der Gruppentherapie einsetzen kann, und habe den in deutlich einfacher Sprache dieses Modell vorgestellt, was ich Ihnen heute vorgestellt habe, nämlich einfach dieses, wir nehmen manchmal was wahr, und wenn wir heftige Emotionen wahrnehmen, also zum Beispiel, wenn ich wütend bin, oder? Wenn ich wütend bin, dann habe ich doch meistens den Gedanken, weil der gerade was Böses gemacht hat, ja? Oder wenn ich mich schäme, weil ich mich gerade peinlich verhalten habe. Und dann habe ich mit den Patientinnen besprochen, dass so nehmen wir das häufig wahr, und es könnte aber ja sein, dass ich meine Reaktion habe vor dem Hintergrund von Sachen, die ich früher erlebt habe, das frühere Erleben, meine gegenwärtige emotionale Reaktion stark bestimmt, und habe
den Patientinnen dann diese visuelle Illusion gezeigt, die ich ihnen auch gerade gezeigt habe. Und es war wirklich beeindruckend zu erleben, wie diese visuelle Illusion, also als ich dann den Patientinnen dieses Bild gezeigt habe, haben einige einen bösen Mann gesehen und andere haben andere negativ gefärbte Dinge gesehen. Und es war ganz spannend für die zu erleben, dass sie an der Stelle auch sehr unmittelbar erlebt und gespürt haben, ah, okay, möglicherweise habe ich diese ganzen Sachen in diesen schwarzen Punkten gesehen, weil das was mit früheren Erfahrungen zu tun hat und gar nicht so viel mit dem, was unmittelbar vor mir ist. Und es hatte eine starke Wirkung auf die. Aber damit experimentiere ich noch. Ja, vielen Dank. Ja, das ist ja auch total spannend, wenn du das Bild jetzt wieder zeigen würdest. Man kann ja davon nicht mehr weg. Ne? Also das, was man gelernt hat, was man aufgenommen hat, genauso nimmt man es ja auch wahr. Es gibt ja nicht dann Subtraktionslernen, sondern... Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man das Psychoedukativ mit PatientInnen umsetzt. Es gibt einige von uns, die haben ein sehr, sehr starkes mentales Modell. Das heißt, da wird das einmalige Zeigen dieses Bild nicht dazu führen, dass die vorher einen bösen Mann gesehen haben und danach keinen bösen Mann mehr sehen. Es gibt einige von uns, die sehr, sehr stark hierdurch gesteuert werden, die es eben schwer haben, dieses Modell anzupassen. Und das war ja auch die Hypothese, die ich vorhin vertreten habe, dass wenn ich Schwierigkeiten habe, diesen Pfad zu machen und immer auf diesem Pfad reagiere, dass das zu Aufrechterhaltung psychischer Störungen führt.